Wir sind wieder zurück bei Craftopia mit dem Erik, mit mir und mit dem Chat. Ja, hey. Alter, muss ich auch genau daran muss ich gerade denken, wie kann man diesen Chat denn ausblenden? Ich habe keine Ahnung. Setting, ich guck mal kurz bei Setting, kann man da hab nicht... Geht nicht? Nee. Chat ist Enter. Okay. Du wirst cool. Doch wohl nicht den Chat ausblenden wollen. Ich, ja doch, will ich. Erik. Der ist sehr, ja, oh, Motion Blur ist aus, das ist immer voll leid, oh Mann, oh Gott, das ist, okay, das mit dem Chat ist echt noch nervig, ne? Ich glaube, das müssen wir, komm, wir machen jetzt noch eine Folge mit Chat und dann müssen wir, ist glaube ich eh nächste Aufnahmesession. Ja, ich denke auch. So, Tobi? Ja? Tschüss! Ja, tschüss. Was? Was? Warte. Siehst du das? Ja. Nein. Ich kann nicht benutzen. Kannst du nicht benutzen? Nee, wenn du dran bist, nicht. Okay, ich gehe Richtung Norden, ja? Nur damit du es weißt. Was? Ich gehe Richtung Norden. Oder warte, ich... Ach, wir haben ja ein bisschen Gold. Warte mal, ich unlocke mehrere. Enemy Level 8, Enemy Level 8. Okay, ist das etwa wie eine Starbound? Ist das etwa wie bei Starbound? Es ist viel schlimmer. Ich gehe Richtung Norden, Tobi, Richtung Norden. Vergiss nicht noch Richtung Norden. Ich geh mit. Okay. Du musst aber unbedingt mal E drücken da drauf. Du musst dir das angucken. Ich glaube, wir sind richtig am Arsch. Ich habe Angst. Alter. Und ich dachte, wir kommen so gut vorwärts. Das kann, ne, würden bestimmt nicht mal so viele Folgen, aber oh Gott. Einfach 7 Folgen für Tutorials. Alter. Richtige Pros. So, currently sending Game Data. Okay, alles klar. Tobi, ich schick dir mal Game Data gerade, ne? Kennen wir ja schon. Dankeschön. Bitteschön, nimm alles hier. Ich schieb's da rüber. Komm, 18 von 18, nimm alles, Tobi. Komm. Steck in mich rein, was du kannst. Sehr gut. Was zur Hölle ist das? Drück mal E auf dem Portal. Drück mal bitte nur E. Siehst du das? Was? Siehst du das? Was? Ja. Boah. Wir sind am Arsch, Tobi. Wir sind völlig am Arsch. Alter, aber wie geil ist das? Und das ist Early Access. Oh, hier, Stufe 6 kann ich erst ernten. Okay, krass. Early Axel. Early Access. Der Early Axel. Alter. Nein. Da hinten ist auch wieder so eine Schwebeinsel. Ja, ich hab's schon gesehen. Sag mal, wohin führt denn diese Brücke? Ist das eine Stadt hinten? Nee, ne? Oder doch? WTF. Wollen wir da mal rübergehen? Ja, lass mal gucken, was das ist. Da hinten ist auch irgendwas, irgend so ein Überdach, aber... Ja, lass mal Brücke gucken. Was ist denn das? Okay, jetzt weiß ich, warum man ein Motorrad braucht. Alter. Boah. Das ist halt schon nice. Man kann gute Thumbnails machen, wenn der Chat da mitten im Bild ist. Da kann man die Insel und die Schönheit der Insel auch richtig mitnehmen. Boah, wie krass. Ey, wieso wird es auf einmal so dunkel? Ach, es wird dunkel, okay. Ja. Dachte, da kommt gleich ein Drache um die Ecke geflogen oder so. Das wäre es auch noch. Dragonborn! Würde mich ja alles nicht wundern, ehrlich gesagt. Aber ich erinnere mich, diese Brücke. Guck mal, da unten die Insel mit dem Totenkopf-Felsen. Boah. Aber du hast Breath of the Wild nicht gespielt, ne? Nee. Tobi, hier ist Goblin-Gebiet, glaube ich. Au! Ah! Oh! Komm ich hoch? Double Jump! Okay. Warte, die machen aber gut Damage, ne? Ja, doch. Ich bin auch schon fast tot. Oh, die hinterlassen Wooden Arrows, paar Pilze. Nice. Finde ich gut. Oh, warte. Ich komme mal rum. Blöde Sau, ist der nicht endlich mal tot? Oh, jetzt ist er tot. Cool. Mal healen. Ja, also wie gesagt, Breath of the Wild, genau das gleiche. Du hast Goblins, du hast Bogenschützen-Goblins, die auf solchen Dingern standen. Diese Riesenbrücke gibt es auch in Breath of the Wild. Und Totenkopf gibt's auch. Das ist auch eine Goblin-Höhle. So. Ah, der ist schon tot. Das ist ja nice. Okay.
Schaden, Herrschaft. So. Oh, Alter, die respawnen ja so. Guck mal, der oben ist wieder da. Au, aber wie schnell. Alter, ja, das ist ein bisschen zu schnell. Und wie viel Damage die machen, heilige Scheiße. So. Also Bogen geht bei denen ganz gut, aber das mit den Respawns ist mir ein bisschen zu krass, ehrlich gesagt. So. Wollen wir mal mitnehmen. Ich sammle hier gerade mal das ganze Öl und sowas auf, ne? Oh, warte, ich komme. Ja, easy. Oh, Alter, die haben direkt gespawnt. Okay, zusammen sind wir halt, stark. Du musst dich mal healen oder so. Ja, geht alles noch. Oh, not enough space to carry this. Okay, so, warte. Heal! Okay. Wir nehmen das jetzt alles voll freudestrahlend mit. Wahrscheinlich brauchen wir es alles gar nicht mehr irgendwann. Salz und so kann man immer für. Also brauchen wir ja für zum Kochen. Ja. Die ganzen Sachen, die da liegen. Oh, ich kann hier drüben das nicht carryen. Ich habe keinen Space mehr. Ja, ich auch nicht. Oh, Level Up. Woo. Kann ich direkt nochmal einen Double Jump investieren? So. Oder vielleicht mal in mehr Damage. Oh, ich hab grad geschissen, Tobi. Willst du mitnehmen? Nein. Komisch. Ich hab nicht enough space to carry this. Ich glaub, ist auch ein stattlicher Schiss. Ich krieg ein Level-Up, wenn du Monster tötest. Ja, nice. GG. Absolut verdient, Tobi. Absolut verdient. So, ich hoffe, das war's. Die komischen Fußnägel nehme ich mich mit hier. Die kann ich eh nicht tragen. Okay, das... Okay, und jetzt überleg mal... Willst du mich verarschen? Wollen wir den ignorieren, oder? Ja, komm, lass weiterlaufen. Jetzt überleg mal, wie viele Karten das waren. Ja, heftig, ne? Alter. Was mich immer ein bisschen wundert, ich meine, es ist ein PC-Game und dass man die halt nicht auf einmal, also dass das nicht auf einmal halt, weißt du? Mhm. Eine große Karte halt ist. Oh Mist, ich hätte es nicht manuell reparieren sollen. Ich hätte das, fuck. Okay, naja. Die Haltbarkeit ist gedroppt leider ein bisschen. Ach oh. Ja, die Dream. Okay. Das einzige ja. Goblin Hunter sind da hinten. Oh, Level 7 Goblin Hunter. Oh, die werden uns kalt machen vielleicht ein bisschen. Bin mir nicht sicher. Ach, die machen wir fertig. Also die Bogenschützen, die machen auf jeden Fall, die machen respektablen Damage. Das stimmt, ja. Ich glaube, die kämpfen auch gerade gegen... Boah, hier sind überall Goblin-Siedlungen, ne? Okay. Interessant. Oh, warte. Oh. Alles klar. Alter. Boah, hast du den gerade gewone-shottet? Ja. GG. Kann man super headshotten, die Dinger. Hier, was ist denn das denn? Goblin Kid. Oh, oh, Alter. Tobi, hier sind Kinder. Ja, ja drauf da. Gewesen. Ja, hier sind Zähne von Kindern. Wir können Kinderzähne mitnehmen, wenn du möchtest. Boah, da mache ich mir erstmal eine fette Kette draus, wie 50 Cent. So. Hallo, Kinder. Oh nein, ich kann kein Ohr mitnehmen. Hast du noch Platz für Ohr? Nee, leider nicht. Was denn für Ohr? Iron Ohr und Copper Ohr. Haben wir mehr als genug, brauchen wir glaube ich auch nicht mehr. Nee? Also erstmal. Hier ist noch eine Truhe hier. Oh hey. Als ob die Goblin Kids schon Level 8 sind. Wann, wie denn das bitte? So. Cooking Oil. Brauchen wir auch Silber? Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, Silber kann man immer, also kann man gute Sachen draus machen auf jeden Fall. Okay, was muss ich denn wegschmeißen, um das mitnehmen zu können? Materials? Ja, bei deinem Crafting-Scheiß. Oh, was ist denn da wieder? Oh, Alter, der Bogenschütz wieder da. K
Kann ich irgendwo, wo ich kein Gras habe? Dankeschön. Der ist weg. Schweinebacke da oben. So, nochmal schnell den Scheiß holen. So. Geil, wieder nervige Hühner, ich freue mich. Level 8 Hühner, wohlgemerkt. Oh. Keine gewöhnlichen. Boah, hier sind überall Goblin-Bauten, okay. Hier kann man gut leveln. Ja, im Grunde genommen hast du recht. Da vorne ist wieder Silber. Sag ich mal, ich hätte mir eine Silberspitzhacke machen sollen, nicht Depp. Okay. Huch, hier sind ja Wölfe. Oh, Alter. Huch. Kommen Sie mal runter. Ja, warte, warte. So. Hey. Spitzhacke in der Hand. Hä, ich auch. Was soll das denn? Okay. Was hab ich hier? Ja. Huch! Da kommt ein Goblin angeflogen. Wo denn? Ich sehe keinen Goblin bei mir. Hä, bei mir fliegt hier ein Goblin. Oh, jetzt sehe ich ihn. Jetzt. Nee, Gretchen wurde weggeflogen. Hä? Das ist ein Bombengoblin. Bei mir ist keiner. Lol. Okay. Kannst du Silber mitnehmen? Ja. Okay, sammel mal schön. Warte, ich muss den Goblin noch fertig machen hier eben. Okay. Ich habe. Würde gern half haben, aber geht nicht. 5 Star, okay. Also Silber können wir mal alles ausbeuten, was es gibt vielleicht und dann... Boah, nehmen wir mal mit. So, da hinten sind noch ein paar Wölfe. Machen wir mal, da ist nochmal Silber. So. Prima. Geil. Da ist eine blaue Truhe bei den Wildschweinen. Oh, Bären. Nee, Wildschwein. Okay. Boah. hat ein bisschen gedauert, was ich kapiert habe. Oh, Junge. Ich hab mich grad. Es fällt dir ein. Du Schwein. Was für ein Lumpiger. Oh, 2 Federn und ich kann nicht mehr tragen. Eine Wolfsvogelfeder. Was ist das überhaupt? Ist das Gold hier? Ja, das können wir noch nicht machen, leider. Ah, okay. Vielleicht müssen wir mal Silberspitzhacke machen und so. Okay, hier geht's noch runter. Wunderschön, alles unten. Fische. Okay. Oh, ich kann Skills holen. Ich hol mal kurz Skills. Stimmt ihr? Da hinten. Oh, das nehme ich mal. Oh, wieder Wildschwein und da ist aber noch Silber. So. Gut. Nein, oh, nein, nicht das. Das hier. Nein, Mann, mit der Spitzhacke, Junge. So. Prima. Okay. Hier hätten wir. Hast du das gesehen? Hm? Das Blaue da hinten, hast du das gesehen? Da unten ist ein Dungeon und Giraffen? Was? Da unten sind Giraffen. Moment. Okay, jetzt sieht man die nicht mehr so gut. Du kommst ein bisschen zu spät, aber ich schwöre, da unten sind Giraffen. Eine sind am Baum und die andere weiß ich nicht, wo die ist. Und ein Bär natürlich, klar ein Bär. Da, eine Giraffe an dem Baum da. Siehst du das so ganz ungefähr? An dem hintersten Baum? Nö. Ach, da hinten doch. Ja, da. Oh, wie geil. Da. Boah, wie cool ist das denn? Voll geil. Und neue Dungeons natürlich. Weil ich von dem Dungeon ein bisschen Angst habe? Ja, würde ich momentan auch noch nicht reingehen. Ich würde, glaube ich, erstmal bei uns in der ersten Welt ein bisschen reingehen. Da unten ist noch Silber. Wollen wir hier mal runter? Ja, let's go. Uah! Geil. So. Prima. Oh, so viel Silber.
Das Gute ist, die Sachen aus Silber können wir gut verscheuern für viel Geld. Und können damit dann Items repairen halt die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, ganz gut. Alter, wir bauen ein richtiges Imperium auf. Das ist der Plan, Tom. Das ist der Weg. Das ist der Weg? Tobi? Der Weg, den wir gerade laufen? Tobi, das ist der Weg? Sagt dir das nichts? Das ist der Weg? Nee. Hast du nicht? Hast du noch nicht Mandalorian geguckt? Nein. Oh. Gut, dann kann ich jetzt auch nichts sagen. Okay. Huch, mir ist gerade Wolf entgegengeflogen. Ja. Die wohnt. Der ist gerade in den Boden rein bei mir. Ja, du hast ihn sehr penetriert. Entschuldigung, aber so kennt man mich. Ich bin der Penetrator. Wo ich bin, ist was los. So. Oh, zwei Silberquellen. Schön. Und ein Schaf, wie ich sehe. Nein. Oh, Junge, nimm doch mal die Spitzhacke. Er hasst Silber Wars. Oh. Manchmal ist der anstrengend. Der will immer zeigen, was er kann. So. Prima. Sehr gut, Erik. Ein Träumchen. Ich höre Schritte. Das sind unsere, oder? Oh, ein Krokodil. Was? Krokodile. Zwei. Okay. Muss gucken, was sie dabei haben. Oh Gott. Dabei? Die haben das dabei, was alle dabei haben, irgendwie. Krokodilleder, aber Leder ist ja Leder hier in diesem Spiel. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht. Töten die Viecher, oder? Nee. Da hinten ist noch ein Goblindorf, okay. Da wäre noch mehr Silber. Hier die Insel, die kleine, sieht interessant aus, ne? Ja, das stimmt. Da schwimme ich gleich mal mit 300 km/h hin. Ah, das Kiste. Geht. Das geht, ja. Zum Glück. Ui. Sonst wäre es nicht so geil. Okay, bei Felsen hat er Probleme. Oh, eine Life Potion. Juhu. So, Tobi, bist du da? Ja. Okay. Hier, achso. Hm? Ja, ich dachte nur wegen... Aber ich sehe. Achso, sieht das aus. Okay, ich habe gerade irgendwie... Ganz kurz... Ja. Guck mal da hinten. Was ist das? Ist das ein Händler? Oh, der sieht so aus. You got money? Den haben wir leider nicht gesehen auf dem Weg. You want to buy something? Oh. Healers Monster Prism. Oh, da kann man Monster Prisma kaufen. Für 936. Eine Machete. Wow. Great Sword of the Demon. 11.000. Okay. Guck mal, was er dabei hat. Also, wenn er was, ne? Malmo Sword. Mhm. Night Sword. 140, ne? Das ist das, was wir auch haben. Von der Stärke her. Ja, ich habe jetzt nichts gekauft bei dem. Nö. Was ist denn das hier? Schildkröten. Sehr aggressive Schildkröten, Tobi. Das ist aber echt nice gemacht. Das ist Alligator-Turtle. Was? Tötest du gerade die Schildkröten? Das ist... Ja, das ist ein Alligator-Turtle. Die hat mich angegriffen. Okay, ja. Offenbar töte ich gerade den... Nice, Level up. Oh, was ist das? Tja, Tobi, ich hab's dir ja gesagt. Nochmal. Hab ich's dir gesagt oder hab ich's dir gesagt? So. Okay. Wo ist denn die andere? Oh.
doch die Fresse. Okay. Bock auf Silber? Ja, gib. Geiles Silber, Tobi. Geiles Silber. Guck mal hier. Nice. Oh, ich dachte schon, du bist voll. So, wie baut man das denn jetzt ab hier? Einfach so? Ah ja, einfach so. Okay. Oh, okay. Das war sehr viel, ne? Ja. Okay. Okay. Tobi, nimm alles mit. Ja. Nimm alles mit. Ich glaube, du bist voll. Nee? Nö. Sag mal, wie viel kommt da raus? Sehr viel. Sehr nice. Die nächsten Folgen verschieben sich um 7 Folgen. Okay, ich glaube, es reicht, oder? Ich glaube, wir brauchen keinen. Ich habe das Gefühl, dass da unendlich viel rauskommt. Kann das sein? Nimm mal mit. Gut, ich meine, wir können natürlich die Barren verkaufen, Erik, ne? Denk da immer dran. Ja, das ist schon richtig. Auch ein Tumor ist eigentlich nicht. Okay, warte mal. Kurze Frage. Mhm. Da ist ja ein Händler neben uns, ne? Ja. Und, achso, ich hatte Stein, ich bin doof, egal. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel. Warte mal, ist das Richtige hier? So, okay. Warte. So. Okay, dann muss ich das hier kurz mal da drauf ziehen. So. Schmelz mal alles ein. Alles an Silber. Oh ja, natürlich. Ich frage mich. Silber, ne? Silber hast du gesagt? Genau. Ja, dauert einen Moment. Ja, easy. Okay, und dann. So, warte. So. Da. Machen wir es mal so. La 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 la. So. Okay. Und dann. Ach, geht nicht wegen den Büschen da hinten, ne? Stehe ich im Weg? Nee, die Büsche hier stehen im Weg, glaube ich. Okay. Soll ich die weghauen? Ja, mach mal kurz, wenn du kannst. Ja, na klar. Oh. Das sind stabile Büsche. Dankeschön. Sehr gut. So. Alter, voll die Kröte. Innerhalb von wenigen Sekunden. Ja, ich freue mich schon, wenn gleich die Silbermine alle ist nach 3 Schlägen. Und wir alles hier einpacken können. Das könnte passieren, ja. Ja. So. Was macht er? Okay, ich will mal kurz, wenn ich jetzt. Oh, warte mal, ich habe keinen Platz dafür. Oh, shit, ich habe so viel Scheiße. Hast du noch. Nee, du hast auch keinen Platz mehr, ne? Für das Eisen? Warte mal, wieso habe ich diesen Knochen hier dabei? Warte mal. Erik, das ist deiner, du kannst den nicht einfach so rausholen. Ich hab den einfach rausgeholt jetzt. Ich hab einfach meinen eigenen Knochen gelöscht. Sehr gut. So. Ein Silberschwert verkauft sich für 4380 Toben. Wow. Es kostet allerdings 10 Ingots, 10 Silber-Ingots. Na gut, wir haben mehr als genug. Ein Bogen. Oh, Leder und Knochen kriegen wir hier auch genug, ne? Ein Bogen. Ja, mehr. Also Bogen verkauft sich sogar für 5000. Was? 5520, um genau zu sein. What the hell? Warte, ganz schnell. So, wo ist der Bogen? Hier. So. Moin. Hallo, Geld. Ah, wir teilen uns das auf. Ich krieg 2700 und du auch.
Ah, so funktioniert das hier beim Multiplayer. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Ne? Ist okay, ist okay, ja. Hast du noch Knochen? Knochen? Ich habe super viele Sachen. Was für Knochen? Einfach nur Knochen. Ja, gut. Okay. Gönn dir. Ja, mal gucken, was funktioniert. Müsste eigentlich. So, jetzt hier, zack. Okay. Dann hier nochmal. So. Da, 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 da. Und nochmal. Da, 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 da. So. Jetzt nochmal ganz kurz gucken. Silver Bow. Ankommen, was immer das heißt. Okay, das ist schon mal prima. Wir kriegen gleich ein bisschen Geld. Frage ich mich bei DHL-Paketen immer, ob die dann auch wirklich ankamen. Was sagst du nochmal? Ich habe gesagt, das frage ich mich bei DHL-Paketen immer, ob die wirklich ankamen. Gut. Das lassen wir mal lieber. So. Was denn? Bart's Gladius. 155? Ist das mein Gladius hier? Ja, doch, ist mein Gladius. Okay. Nicht ver... 155? Willst du mal mein Gladius sehen? Warte mal. Okay. Tobi? Ja? Nimm mal das Gladius, was da liegt. Ja. Nimm das mal. Benutz das mal lieber. Benutz mal lieber das. Ist das gut? Ja. 155 Schaden. Das ist schon ganz ordentlich. Oh, das ist so eins, wie ich. Das ist so eins, hab ich schon. Ach so. Gefunden. Im Dungeon. Oh, okay. Ja. Du kannst aber wegen Dual Wield, ne? Und so. Ja, willst du das nicht lieber haben? Ich hab schon eins. Alles gut. Okay. So. Okay, und aus dem Rest hier. Okay. Wieso habe ich gerade Human... Ich habe wieder hingeschissen. Es tut mir leid, Tobi. Ich habe einfach offenbar meinen Stuhlgang nicht unter Kontrolle. Warum habe ich noch nicht geschissen? Ich weiß es. Ja, offenbar scheiß nur ich hier in dieser komischen Konstellation. Ich bin echt widerlich. Ich kann doch nichts dafür. Das ist einfach so ein durchlaufender Posten. Bah. So. Kann ich an der Werkbank vielleicht noch irgendwas machen? Scheiß ja aber überall hin, ey. Alles klar. Was denn? Tobi, ganz neue Welten werden sich uns offenbaren. Oh. So, warte kurz. Okay, das kommt hier auch weg. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Wo ist denn die Leiste unten? Da. Das kommt dahin, das kommt dahin. Okay, wir können mich gleich wieder upgraden. Problem ist nur, ich habe jetzt so viele Bögen und alles gemacht, dass ich hoffe, ich kriege das noch zusammen. Ja doch, schaffen wir noch für dich. Okay. Hier, nimm mal kurz vom Tisch runter, das Ding. Mhm. Das ist eine Silberspitzhacke. Oh, nice. Und jetzt noch eine Silberaxt. So, da auch nochmal für dich. Gönn dir mal. Dann packe ich den Rest in den Markt und verkaufe. Ja, gleich. In einer Minute, Tobi. In einer Minute. Achso, wir haben noch Silber hier. Wir könnten ja die ganze Zeit noch Schwerter machen ohne Ende. Wir können reich werden. Reich, Tobi. Dann können wir beim Geld? Brauchen wir das ganze Geld? Hier läuft ein Händler rum auf der Insel. You know? Und wir brauchen Geld, um Sachen zu reparieren später. Das ist echt teuer. Die teuren Sachen zu reparieren kostet leider. Also ich habe mein Schwert repariert auf die Hälfte, also von der Hälfte. Und das hat, glaube ich, 2000 und gekostet. Ah ja, okay, alles klar. Ja. Das heißt, wir müssen später mal gucken, was am meisten Kohle bringt. Und dann machen wir davon ein bisschen grindy. Und dann sind wir Millionäre und können alles immer reparieren, wenn wir wollen. Und bringen alle um und regieren die Welt. Finde ich gut. Bin ich dabei. Gut. Wie in jedem Spiel also. Ganz genau so. So, was ist denn Ausdauer? Oh ja, das nehme ich auf jeden Fall. Cool. Na. So, 10 Sekunden noch, das ist das Ding weg. Ich wünschte, es gibt so eine Truhe, wo man das reinpackt und das kann man in allen, auf allen Inseln und so, ne, und so. Vielleicht gibt es ja sowas in der Art.
Vielleicht ja, so eine Endertruhe mäßig. Okay, jeder von uns hat 16.000 bekommen. Oh, schön. Also für den Anfang ist das nice. Okay, dann schmeiße ich meinen alten Scheiß auch nochmal da rein. Meine alte Spitzhacke packe ich jetzt auch da rein. So, Hauptsache die ist weg. Jo, die tue ich, pack die da mal rein. Also wir können jetzt hier noch ein bisschen grinden, oder? Ich guck mal kurz beim Händler. Was hat der denn noch zum Verkauf? Oh. Okay, Tobi. Ja. Healer's Monster Prism. You can capture monsters by hitting them with this item. Weakened monsters are more likely to be captured. Monsters are stored in a multidimensional structure. Also das ist so ein Pokémon-Ding. WTF? Okay, warte, ich gucke nochmal andere Sachen hier. Scrub Monster Prism. Oh, ist sogar günstiger. Nee, Quatsch, das ist das Ding. Wo ist denn das? Kostet genauso viel, okay. Ja, okay, okay, okay. Was ist das hier? Berserk. Great Sword of the Demon klingt lecker, kann man theoretisch mitnehmen, aber das verbrennt Gegner ein bisschen. Aber ich glaube, okay. Unsere Sachen sind auch ganz cool. Kaufst du gerade? Ich habe 5 von diesen Pokebällen gekauft. So. Da kann man einfach Goblins zum Beispiel damit nehmen, oder was? Goblins weiß ich nicht, aber ich probiere mal was. Oh, 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 ja. Na Junge, wo ist die? Wo ist die denn hin? Oh, Alter, die ist jetzt da hinten. Nein, schwimm nicht weg, komm wieder. Wie ist das nochmal, was du gesagt hast? Warte, 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 eine Sekunde. Ich versuche das gerade hier. Okay, das funktioniert nicht. Was meintest du? Dieses Pokémon-Ding, was du gesagt hast? Das sind diese komischen eckigen Bälle. Die eckigen Bälle. Das sind diese komischen Prisma-Dinger. Okay. Okay. Ich habe hier nur ein Iron-Amulett. Mehr habe ich hier nicht. Beim Verkauf oder was? Ja. Beim Händler kannst du nur ein Amulett kaufen? Ja, und Machete und Malmuk-Sword? Warte mal, ich rede mal kurz mit dem. Warte, warte. Keine Pokebälle-Dinger. Das heißt Healer's Monster Prism. Das ist kein Pokeball, das sieht aus wie eine kleine Pyramide, so eine Doppelpyramide. Den hab ich doch nicht. Ich habe nur ein Schwert und das Amulett. Echt? Ja. Hä, wieso kann ich denn viel mehr sehen bei dem dann? Also du klickst den einfach nur an und kommst dann in dieses Menü. Du drückst nicht noch irgendwo anders drauf? Genau. Ja, nee, ich habe da nur das Amulett. Okay, ich habe jetzt nämlich hier, ich habe gerade so einen Turtle gefangen. Okay, da steht Work in Progress, also ich weiß nicht genau, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich guck nochmal, hier. Old Sheep's Malmok Sword, dann Iron Amulett, Machete, Talon, Kokiri. Nein. Okay, warte mal, ich mach das mal andersrum. Oh, das ist Two-Hand. Oh, ich bin so doof. Okay, naja, da habe ich gerade sau viel Geld umsonst ausgegeben. Aber ich werde es trotzdem später nochmal üben. Hustete er. Hallo, Turtle. Ja, oh. Na, Töti? Töti. Töti hat Herzchen über dem Kopf. Oh, hast du die jetzt ausgepackt? Ja. Wo ist die denn? Hier, bei mir. Kann ich auf ihr reiten? Entschuldigung, die hier. Die hat Herzchen drüber, siehst du das? Oh ja, Tatsache.
Ja, danke. Hat die dich gebissen? Blödes Kackvieh, Alter. Hat dich angegriffen? Nee. Ja. Also ist, ich weiß auch nicht, wie ich die mitnehmen kann, ehrlich gesagt. Gut, dann trennen sich hier unsere Wege. Ach, du bist gleich angegriffen. Ja, ja, ich weiß. Mal gucken, was passiert. Autsch, Turtle, hilf mir. Die ist böse. Wow. Das ist ja das nutzloseste Viech ever. Okay, die Pokebälle funktionieren, also sie sind Work in Progress wohl offenbar noch. Also steht da ja auch. Ja, 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 wahrscheinlich. Dummes Ding. Ja gut, dann haben wir jetzt, ja, okay. Naja, ich habe sehr viel Geld verbraten, gerade für nix, aber egal. Du hast eine Schildkröte dabei, die mich nicht leiden kann, Erik, toll. Sie kann deine Seele sehen, Tobi. Ey. Was denn? Ach so. Wir müssen das mit dem Silber eigentlich nicht mehr machen. Also wir können damit noch Kohle verdienen. Das geht schon. Ich würde gern wissen, ob das halt unendlich reicht. Das Ding hier. Ja, klopf mal weiter drauf, bis es kaputt ist. Also wir haben jetzt auf... Ach ja, hallo. Okay. Wenn die mich angreift, schlag ich die tot. Die greift die nicht an, die will nur spielen, Tobi. Das ist kein Angriff, das ist ein zärtliches Knabbern. An deinem, Beinstumpf. Nee, was ich sagen wollte, wir haben jetzt Level 4 Spitzhacken. Wir können jetzt die lila Steine wegräumen, nämlich. Die konnten wir vorher nicht machen. Oh, nice. Ja, wir können jetzt ein bisschen hochschlafen quasi. Das ist geil. Oh, ich habe Skillpoint geearnt. Nice. Hauen wir weg. So. Okay, okay, okay. Und wie ist es? Was hast du genommen? Ich hab Skill Damage Double Wield mal hochgesetzt, noch mal ein bisschen. Ja, muss ich auch noch mal machen. Aber ich habe jetzt erstmal Dingens hochgesetzt. Was habe ich genommen? Quatsch, nicht hier. Ich habe Endurance genommen. Dass Sachen weniger Ausdauer kosten. Oh, das ist auch gut. Ne? Ich dachte, das ist ein guter Anfang, aber ich würde das gerne alles hochleveln tatsächlich. Also ne, ich würde gerne, ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen leveln. Kann ja nicht sein, dass es unendlich ist. Das ist, glaube ich, unendlich hier. Ist schon nice. Ja, ist nice, aber hä, das kann er gar nicht. Dann muss man eigentlich 30.000 Inseln bereisen, auch gut. Habe ich nichts gegen. Ja, haben wir gleich durchgespielt in das Game, ne? Ja, ich glaube noch nicht. Das Gold ist erfordert Level 6 Dinger und ich glaube, dafür müssen wir die lilanen Dinger erstmal, ne, und so. Uff. Oh, ich muss auch dringend essen. Ich bin nur hungrig. So, wie viel habe ich denn jetzt davon? 107, okay, ich baller mal kurz ein bisschen Silber hier rein. Doch, ja, hier, so. So, Silber, to the max. Und dann gönne ich mir auch erstmal. Boah, die Steaks sind halt super, ne? Die machen sofort 100%. Ja, ja, die sind nice. Ich glaube, die haben 80 oder so. Voll geil. So. Das mit dem Chat stört mich halt echt noch. Ja, das ist blöd. Aber gut, nächste Woche haben wir das eh nicht mehr. Ja, eben. Willst du noch einen zweiten Furnace machen vielleicht? Ja, kann ich machen. Ich guck mal ganz kurz. Für Schwerter braucht man was? Für Schwerter brauchen wir noch ein bisschen Holz. Okay, dann müssen wir mal schnell hier mit der Silber. Ist das Copper Blacksmith oder Stone Furnace? Hm? Copper Blacksmith oder Stone Furnace? Stone Furnace brauchst du dafür. Okay. Kräft. So. So. Falls du noch Holz dabei hast, ne, würde ich auch gerne nehmen. Ja, kann ich dir hinschmeißen, warte. Sehr gut. Ach, hier ist die Turtle. Die läuft ja verliebt rum die ganze Zeit. Bin mal gespannt, wenn das alles noch. Das. Kann es sein, dass das Spiel sehr viele Features haben wird? Ja, ja, das ist heftig. So sehr, sehr viele Features. Also jetzt mit den Pokebällen und sowas auch, die noch nicht integriert sind, aber noch kommen und so. Puh. Holz liegt hier, ne? Hab ich dir hingeschmissen. Ah, super, danke dir.
Dann kann ich noch sehr viele Schwerter machen. Würde dann vielleicht noch ein bisschen... Ah, vielen Dank. Würde vielleicht noch ein bisschen offscreen grinden irgendwie. So ein bisschen. Das ist schon krass, dass es halt einfach unendlich ist. Das kann ja nicht sein. Also. Naja, offenbar schon. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Leider kann man das hier noch nicht automatisch... Also, ich weiß, ob es später geht. Ja. Kann man Waffen und alles... Das kann, kann man alles automatisieren? Es gibt eine automatische Furnace-Dingens. Das Ding, wo automatisch Barren draus macht. Ja. Und auch automatisierte Crafting-Stations, ja. Wie geil. Ja. Okay. Also ja. Ich weiß nicht, schon bauen kann, aber freigeschaltet haben wir das zumindest teilweise schon durch dieses Error-Update. Alter, jetzt reicht's mir mit diesem Huhn, ne? Es ist genug jetzt. Okay, also hier kann man auf jeden Fall eine Menge Kohle machen. So, das ist noch ein Schwert, die brauchen mal 10, ne? Genau, okay. Ja, hier kann man eine Menge Kohle machen. Dauert zwar mal ein bisschen, bis das hier eingeschmolzen ist, aber mit zwei Furnaces geht es, glaube ich, dann schneller. Ja, ja, ja. Da sind auch wieder 26. Träumchen. Ich habe auch die 30. Heftig. Das ist schon gut. Ich habe jetzt leider 10.000 verbraten für eine Waffe, die ich nicht brauche, aber naja, vielleicht kann man die später noch brauchen. Ja. Theoretisch kann man hier auch 5 Furnaces hinbauen und die ganze Zeit einfach, ne? Also. Ich weiß, was du heute Nacht machen wirst. Ja, weiß ich noch nicht. Dauert ja schon ein bisschen. Ja, so spannend ist das jetzt auch nicht. Kiste machen, Crafting Inventar reinleeren, auf die Silbermine gucken und mit der Spitzhacke einfach irgendwas auf die Maus legen. Oder Autoklicker, let's go. Aber ich glaube, da geht die Spitzhacke irgendwann eh kaputt. Ja, du hast auch Hunger irgendwann, ne? Ja, stimmt, hast recht. Aber vielleicht immer mal wieder ein Auge drauf werfen. So, 35.000 in Sales, nur Silberschwerter. Nice. Also nicht schlecht für so einen kurzen Zeitraum, den wir hier quasi gebraucht haben. Ja, ich glaube, die haben... Also wir hatten ja ein anderes Spiel mal gespielt, da haben die Sachen irgendwann weniger gebracht. Ich glaube, das haben die hier noch gar nicht drin. Ja, wenn das kommt. Aber bis dahin können wir ja... Ne, ich meine, bis dahin sind wir halt Millionäre. Also. Eben, eben. Und sie können das auch. Müssen ja. Sie nur unser PDF kaufen. Ja, oder komm in meine Telegram-Gruppe. Ja, ja, oder so, das geht natürlich auch. So. Okay. Kann mir vorstellen, dass vielleicht auch später länger dauert, diese Schwerter zu machen und sowas. So. Nochmal eins, hier nochmal 4 Schwerter. Dann kannst du auch 2 Marketplaces hier hinstellen. Oder 3 oder 4, voll die Armada. So. Nächstes Mal join mir rein, hier hast du die ganze Insel umgebaut. Nee, 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 ich mach da nicht mehr. Also, muss ja auch gleich Feierabend machen, ein bisschen. Aber ja. schön, dass es geht, ne? Also, Proof of Concept ist da. Ich finde halt das Spiel echt geil. Ich hätte das nicht erwartet. Gut, du siehst, es hat sehr viel von Zelda Breath of the Wild. Es hat sehr viel Fortnite mit drin. Es ist halt ein Mix aus allen möglichen Spielen. Und es hat halt eine Menge so Survival-Crafting mit drin. Also, ich finde, das ist echt ein nice Game. Also, es hat echt Potenzial. Das mit den Dungeons finde ich auch super nice. Also da, ne, bis jetzt hat man nur einen Bossgegner und eine Art von Dungeon. Vielleicht gibt es hier was anderes. Können wir auch noch gucken irgendwann. Also, warte mal, wie... Oh, ich könnte... Hast du noch ein Marketplace dabei? Nee, ne? Nee. Eine Minute, ich guck mal kurz. Kann ich einen basteln? Wo waren die denn hier? Was braucht denn das? Ah, hier, ich kann noch einen basteln, alles klar. Ich craft nochmal schnell einen. Ja, klar. Warum nicht, ne? So. So. Gut. Dann baller ich die da mal rein, da müssen wir nicht so lange warten. Ist mein Inventar sonst mal voll. So. Weißt du, der Händler hat hier erhöhen wahrscheinlich gewohnt und gewartet, dass hier was passiert. Und jetzt kommen wir zwei und hier ist einfach komplett ein ganzes Ökosystem entstanden. Ja, Entschuldigung, da soll sich nicht wundern. So, eins mache ich noch, das kann ich, glaube ich, noch da reinschmeißen. Er versteht die Welt nicht mehr. So, und dann haben wir nämlich 2 volle Marketplaces verkauft. 16 Schwerter. Gut. Das ist schon alter Schwede.
Gefällt mir ganz gut. So, 20 Sekunden, die halten wir noch aus, ne? Ja, ja, klar. Ich will ja sehen, wie da unten gleich die Kohle reinflattert. Natürlich. Natürlich, natürlich. So. Wir machen hier mehr Geld als du essen bei Kingdoms Reborn. Habe ich da nicht auch wegen Geld gewonnen? Ja, das schon, aber ich rede ja von Essen. Alter, 35.000. Wow. Schön. Oh, nice. Und da hinten kommt er gleich. You got money? You want to buy something? I got the stuff. Also. Jetzt holt er die guten Sachen ins Inventar. Ja, die nicht funktionierenden Pokéballs zum Beispiel. Geil. Vielleicht kannst nur du die benutzen, weil du quasi der Host bist, weißt du? Ah, das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Trotzdem komisch. Ich hab die hier nicht drin, ne. Trotzdem merkwürdig. Klappt ja eh nicht so gut, die Dinger. Ja. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge. Mal gucken, was wir machen, weil das eine neue Aufnahmesession ist. Aber wir werden bestimmt schon was finden. Hab das Gefühl, das Spiel wird uns noch ein bisschen beschäftigt halten. Ja, voll geil. Ich will auch die nächsten Dungeons erkunden und sehen, ob da was anderes ist. Und ich will auch immer die Flugzeuge sehen und Autos und Motorräder und was nicht alles. Und natürlich erstmal die nächsten Dungeons, klar. Wobei ich sagen muss, dass ich es nicht so ganz verstehe. Ich weiß natürlich nicht, was noch kommt. Mhm. Aber Flugzeuge sind halt irgendwie auf den kleinen Maps ein bisschen sinnlos. Ja, warte mal ab. Die anderen Inseln, also ich habe vorhin was gesehen. Da war halt kein Wasser zwischen, also auf der rechten Seite, da ist kein Wasser zwischen, sondern es ist ein riesiges Stück Land. Okay. Ja, also, mal abwarten. Ja. Die werden ihre Daseinsberechtigung haben, denke ich mal. Genau. Und diese Karte hier ist auf jeden Fall viel größer als die Anfangsinsel. Viel, viel größer. Ja, das stimmt. Also ich glaube, die haben alle verschiedene Größen und später wird sich bestimmt eher lohnen. Ach, voll geil. Bin mal gespannt. Und wir müssen auch noch Zeitalter advancen und so weiter und so weiter. Da gibt es noch einiges zu tun. Voll nice. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Folge, hoffentlich ohne Chat. Und ja, dann bis später. Tschüss. Dankeschön. Ja, tschüss.